Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Bioshock. So, ja, wir sind mit Hilfe der Little Sisters jetzt irgendwie hier angelangt. Oh nein, tötes Kätzchen. Tötes Katzchen, genau. Atlas beobachtet dich. Okay, ich kann keine Muni mehr dafür mitnehmen. Aber wir haben ja hier noch andere Sachen. Und einen Safe. Das können wir ja glatt mal mit dem Autohacker hacken. Und einfach mal plündern. So. Und dann schauen wir mal, was hier sonst noch so auf uns wartet. Oder wer. Moment. So. Na, das können wir auch so hacken. Ach, schöne Musik. So. Gucke mal da. Da können wir dann da so dran. Und schon haben wir es geschafft. So. Hätten wir schon mal so weit. Na. Burn. Ach, das ist total ineffektiv. Naja, so ist auch. Ach, warum kannst du Dinger nicht mehr hacken? Naja, was soll's. Hacken wir's halt nicht.
Ausbildung, keine Erfahrung. Aber wenn man sie vor eine Gensequenz setzt, kann sie damit umgehen wie Mozart mit dem Cembalo. Ah. Ach, Mist. So. Tja. So. Wir ballern einfach mal wild rum. Ja. Ein bisschen zielen kann ich ja schon. Ich wollte einfach nur ein paar Kugeln verballern. Weil wir davon einfach viel zu viel haben. Niedlich. Ja, ne? Komm raus. Komm raus, komm raus, wo immer du stellst. So. Das reicht jetzt auch wieder. Hep. Ach. Ach, da stand ich zu nah. Macht ja auch nicht viel. Huch. Oh. Hallo. Oh. Ja. Hast du davon? Oh. Da ist die nächste und zugleich letzte Little Sister. Oh,
Ach, was soll's. Ah. So. Gerne, gerne, mal wieder. Es war eine verdienstliche. Falsches Heuerbettchen, Mr. B. Yep. So. Ich möchte aber mal kurz gucken, ob jetzt da hinten noch. So, und zwar wollte ich einfach mal gucken, ob jetzt da hinten beim Laden Achtung, jede öffentliche Versammlung von mehr sitzt. Als vier Personen wird als strafbare Handlung betrachtet. Ja, ja, komm, Ruhe. Kein Bärchen. Aber wir können uns trotzdem was kaufen. Ja, komm, dann hauen wir uns doch direkt hier diesen Elektrobolt rein. So. Können wir noch was? Können wir tatsächlich. Frozen Field 2. So. Ist ja schon mal ein bisschen was. Dürfte uns definitiv helfen, alles hier zu überstehen. Ja. Huch. Nie was drin. Nie was drin. Warum besuche ich den Schrott eigentlich noch? Ist das Portemonnaie etwas zu dünn? Salgical Seconds bietet Ihnen eine verbindliche Finanzierung für jeden größeren Eingriff. Gefährliche Krankheiten warten nicht bis zum Zahltag. Warum warten? Wer hat das gesagt? Aber wenn man den Zweiten Weltkrieg und Rapture ohne einen einzigen Kratzer überlebt, dann muss man mehr als nur Schutzengel haben. Wir haben all die Jahre geglaubt, dass wir Fortschritte machen. Scannerboxen, Elektroschocks, was für eine Zeitverschwendung. Bevor es Adam gab, konnte man ein Kind nicht besser abrichten als eine Boa Constrictor. Heute bekommt Zhushong von Fontaine eine Lebensgeschichte geliefert, die in das Gehirn des Kindes eingespeichert wird. Das Kind ist kein Mensch, sondern eine Jukebox, die das spielt, was Fontaine gerade hören will. Ja, ich habe auch meine Munition in meinem Kühlschrank. Damit sie, ja, schön kühl ist und so. Aha, schon wieder irgendwas.
Brauche ich nicht. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. Aber hinter seiner Hokuspokus-Fassade steckt ein ganz gewöhnlicher Betrüger. Und wie alle Betrüger hat er Angst, dass sich am Ende der Spieß umdrehen könnte. Deswegen ließ er Charge Nummer 192 entwickeln. Das Gegenmittel zum Mental Control Plasmid. Fontaine hat gesagt, dass ich niemandem davon erzählen soll. Nicht mal Tenenbaum. Und Zhu Shong wird sich wohl daran halten. Ich wusste doch, dass da etwas faul ist. Immer diese Geheimniskrämerei von Zhu Shong. Er hat die Charge Nummer 192 bestimmt in seinem Labor beim Apollo Square. Ich habe ihm einmal heimlich eine Probe davon gestohlen und sie in meine Wohnung im zweiten Stock gebracht. Ich wusste nie, für was es bestimmt war. Aber ich dachte mir, wenn dieser Bastard etwas hinter meinem Rücken tragt, muss ich das im Auge behalten. Ah, okay. Da bin ich glatt falsch. Aua. Wow. Okay, warum nicht? Bleib ruhig bei deiner Meinung. Ja. Eindringlich! Parasit! Schilder! Du rennst ja wie ein Mädchen! Total blöd? Okay, warum nicht? Bleib ruhig bei deiner Meinung. Was schlägst du dich? Huh. Ja, nur weg! Aus Willst du dich mit mir anlegen? Danke für den Besuch. Ja, oh, gerne, gerne. Okay, zurück an die Arbeit! Das hat's voll gebracht. Ich bin ja zwar eh falsch, aber ich möchte schon gerne gucken, was es hier gibt. Da habe ich mich irgendwie total verheddert. Ja! So. Ach komm. So. Das bringt mir wieder Zeit, Angst über diesen Sort. Wir haben eh alle Little Sisters. Sieht so aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. Ach, komm. Interessiert mich doch mittlerweile nicht mehr, wo ich überall durchlaufe. So. Sieh sich einer dieses Loch an. Nichts übrig, aber auch gar nichts. Schau dir mein Zuhause an. Verwüstet von Fontaine und seinen Schweinen. Die Proben von Charge Nummer 192 haben sie garantiert in ein Penthouse gebracht. Der Eingang ist in der Lobby, aber er ist immer abgesperrt. Es ist schwer zu glauben, aber früher einmal war hier alles so wunderschön. Tja. Oh ja. Für was hältst du mich? Für einen minder
Idioten? Wir haben die zweite Gänsemutter sofort durchsucht, als sie auf die Idee kam, ein Gewinn zu entwickeln. Hier wirst du nichts finden, Kleiner. Außer vielleicht ihre Erinnerung. Glaub mir, sie sind gar nicht kennen. Was ist das denn für ein Mist? Das ist ja glatt mal ziemlich unfair, ne? Komm, so. Das ist doch scheiße. Ach, Mann. Ach komm. Ah Gott. Hallo? Macht so keinen Sinn. So. Ich bin der Lehrling. Nur ist mein Punkt. Ach, was war noch gleich die Kombination? Funknachrichten, nein. Fontaine ist in Rapture sozusagen zum schwarzen Mann geworden. Seine Macht beruht auf einem Mythos. 5744. So aus, als ob es zwischen Fontaine und seiner deutschen Bohnenstange ordentlich gescheppert hätte. Warum ein Kerl wie Fontaine seine Zeit mit dieser gruseligen deutschen Ziege vergeudet, wo er sich doch die Rosinen aus dem Kuchen picken könnte, das verstehe wer will. Er hat den Zugangscode seiner Tür auf 5744 zurückgesetzt. Vielleicht will er sicherstellen, dass die Bohnenstange nicht nochmal in seinem Gemüsebeet aufkreuzt. So, hätten wir wenigstens das. Aber du bist nicht wütend. Es heißt doch, wenn man ein Leben rettet, rettet man die ganze Welt. Ich stelle den Kindern hier ein Obdach zur Verfügung. Aber du bist ihr wahrer Retter. Trotzdem gibt es noch immer viel zu tun. Was ist das? Ja. Wer hat das gesagt? Ich hab gar nichts gesagt. Was ist das? Nimm weg, du Speckschraube! Wer ist mit Sterben? Ich bin glücklich. Ah, komm, kauf mal. Das war mir jetzt wieder knapp. Ah ja. Ich werde diesen Ort vermissen. Rapture.
alles dumm. Diese armen Trottel. Sie kommen nach Rapture und denken, sie würden hier unten wer weiß was werden. Dabei vergessen sie alle, dass auch jemand die Klos putzen muss. Wie leicht ich es mit ihnen habe. Ich gebe ihnen eine Bleibe und einen Teller Suppe und sie geben mir dafür ihr Leben. Wozu brauche ich eine Armee, wenn ich doch Fontaines Armenhäuser habe? Netter Kerl. So, aber damit verabschieden wir uns dann bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüss.